I've heard you're with someone else, while I'm here by myself. Hallo, ich bin bei Annalena. Wir wollten nachher ein bisschen die City unsicher machen. Wir wissen noch nicht genau, was uns verschlagen wird, aber wir haben uns schon ein bisschen ready gemacht. Das Oberteil ist unfassbar geil. Kann ich aber leider nicht anders. Ja, ist ein bisschen zu riskant. Aber ich habe so einen Body ausgeliehen, den finde ich auch richtig süß. Oh, ich bin schon fertig gemacht. Annalena muss noch deine Haare, oder? Ja, ich glaube, ich mache mir noch Wellen. Ist auch ganz geil. Ja. Eigentlich wollten wir in so eine richtig geile Rooftop-Bar, weil die hat einfach gerade vorübergehend geschlossen, so Leute. Mies. Deshalb wissen wir jetzt nicht, wo wir hingehen. Aber irgendwas finden wir auf jeden Fall. Wir sind offen, Leute. Ja, wir haben heute richtig Bock. Also wir haben uns jetzt fertig angezogen und ready gemacht. Vielleicht latscht das doch an, Leute. Ich bin ein kleines Struggle. Weil es ist hier schon... Aber es sieht richtig geil aus. Ich sehe mich gar nicht, dass wir so ein Weißhosen bekommen. Ich habe auf jeden Fall jetzt meine weiße Hose an. Ich mag die eigentlich nicht so, aber ich hatte jetzt irgendwie nichts anderes generell mitgenommen zu meinen Eltern. Ah, ich wollte mich gerade auch verbeugen. Ja, ich hatte gerade auch ein bisschen Angst kurz. Aber bei mir sitzt es durchaus. Weißt du, Johanna hat mir vorgeschlagen, dass ich dann ja einfach so machen kann. So ein bisschen wild rumtanzen. Wir sind für die Option, weil das andere ist einfach nur ein Body. Und wir wollen so ein bisschen special sein heute. Und beide und so im Blau-Look, Leute. Süß, auf süß. Das sieht echt eigentlich ganz cool aus. Wir haben uns jetzt gerade so eine kleine Mische gemacht aus Wodka und Orangensaft. Mhm. Mein Kopf ist einfach aufgeschnitten. Ach stimmt, du kannst dich ja gar nicht beugen mit dem Oberteil. Nee, Leute. Warte mal. Das ist ein bisschen schwierig. Schmeckt aber eigentlich echt ganz geil. Wir müssen noch schauen, aber wo genau wir hingehen. The struggle is real. Süß, Leute. Cute. Hallo, ich bin jetzt wieder zurück in Augsburg. Und habe jetzt heute gar nicht so viel bisher gemacht. Also ich habe jetzt die Dusche mich kurz fertig gemacht und so. Und ein paar so Sachen organisiert, damit ich so wieder einen Plan habe mehr für die Woche. Und jetzt werde ich mir erstmal was zu essen machen. Ich war erstmal bei meinen Eltern einkaufen. Ich habe erstmal so Maultaschen, so vegane mitgenommen. Und dann hatte ich zu Hause auch noch so Schalotten. Werde ich da auch noch dazu machen. Und wahrscheinlich ein bisschen so Gemüse. Ich habe immer so Tiefkühlgemüse. Einfach so Brokkoli und Karotten oder sowas. Genau, das mache ich mir jetzt gleich erstmal. Das schmeckt nämlich eigentlich auch immer ganz geil. Ist jetzt halt nicht das Gesündeste, aber Mai ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock jetzt drauf. Gestern kam ich ja an und dann musste ich mich erstmal hier auch total wieder reinfinden irgendwie. Also in meine Routine und so, deswegen habe ich da auch gar nicht gefilmt. Aber jetzt heute läuft es auf jeden Fall schon besser. Ich muss halt noch extrem viele Sachen waschen und aus dem Urlaub so ausräumen und so. Aber ich will auch nachher wieder ins Gym, da freue ich mich auch voll drauf. Und genau, ich werde jetzt erstmal was essen. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht in einen Café gehe zum Lernen. Habe ich nämlich irgendwie Lust drauf. Und es motiviert mich manchmal auch voll, wenn ich wieder so reinfinden muss. Weil ich habe jetzt nämlich einige Abgaben. Genau. Mein Essen ist jetzt fertig. Ich finde es eigentlich ganz geil. Dieses Gemüse finde ich jetzt nicht so krass, weil ich mag normal lieber einfach so puren Brokkoli nur oder sowas. Aber ist okay und ich muss es aufbrauchen. Diese Maultaschen sind generell richtig geil. Die gibt es im Rewe, glaube ich. Ich habe jetzt gerade schon meine Sachen gepackt, weil ich jetzt doch anstatt zu lernen mit meiner Schwester so einen Kaffee trinken gehe. Ich glaube, es tut mir auch ganz gut und dann lerne ich nachher lieber. Weil jetzt scheint auch die Sonne noch richtig schön. Dann setzen wir uns ein bisschen raus in die Sonne und so. Und danach gehe ich ins Gym dann mit ihr zusammen. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich heute Unter- oder Oberkörper trainiere, aber ich bin richtig verspannt die ganze Zeit, deswegen wahrscheinlich wird es Oberkörper. Die Jacke hier hatte ich auch irgendwie ewig nicht mehr an, weil die so arg baggy sitzt. Aber irgendwie finde ich es eigentlich auch ganz geil. Ich habe jetzt irgendwie nicht mehr so viel Spannendes gemacht. Ich habe eigentlich nur noch gelernt für eine Prüfung, die ich die Woche schreibe.
Genau, und ansonsten habe ich eigentlich gar nichts gemacht, außer noch was gegessen vorhin. Und ich war ja im Gym, das war richtig gut. Und jetzt muss ich euch unbedingt meine neue Lampe zeigen. Ich hatte nämlich die ganze Zeit nur dieses große Licht hier oben. Und keine so Nachttischlampe. Und das hat mich irgendwie voll gestört, weil man konnte zwar verschiedene Farben einstellen, es dann auch dunkler machen dementsprechend. Aber irgendwie finde ich es trotzdem besser, wenn man auch so eine Nachttischlampe hat. Aber ich hatte die ganze Zeit keine und konnte mich irgendwie nicht entscheiden. Und jetzt habe ich die perfekte Lampe gefunden. Ich muss die euch unbedingt zeigen. Das hier ist sie einfach. Ich finde die so unfassbar schön. Die gab es auch noch in einem Grün, in so einem gelblichen Ton. Das kommt auf der Kamera gar nicht so rüber, aber die strahlt so den ganzen Raum an. Und es sieht einfach so schön aus. Warte, beachte nicht diese kaputte Pflanze. Ich muss mich da wirklich drum kümmern, aber die ist so schön. Wow. Ich finde es so entspannt, weil jetzt irgendwie ist das Licht so viel gemütlicher. Ich werde euch auch mal direkt den Link in die Infobox packen. Ich habe den nämlich von Amazon. Hat mich heute richtig happy gemacht. Ich mache mir jetzt gleich noch kurz Bett fertig und lese vielleicht noch ein bisschen was. Und gehe dann eigentlich auch schon wieder schlafen. Und durch den Mund wieder aus. Heute wird ein wunderbarer Tag. Öffne ganz sanft deine Augen und komm wieder im jetzigen Moment an. Ich habe jetzt gerade nur gegessen und vorhin war ich ja ein bisschen in dem Café, bei Coffee Fellows war ich da. Das ist eigentlich voll entspannt da zu sitzen, finde ich. Und da habe ich halt ein bisschen so meinen Tag geplant und auch ein paar Sachen aufgeschrieben und bin halt so alles durchgegangen, also eher so organisatorische Sachen quasi. Jetzt haben wir auch schon 12:30 und ich werde mich jetzt ein bisschen schminken, ein bisschen ready machen. Und genau, heute dann auch den Tag über viel für die Uni machen auf jeden Fall. You have me, and I have you. That's enough to paint lonesome black and blue. Yeah, I have you, and you have me. That puts a bow up in the sky, tells the rain to cease. We've had up, and we've had down. We've had warm nights, we've gone round and round. What I know, this much is true. Color in the rainbow, this shines like you. So let's carve our names into this tree, and then lay beneath the beauty of her leaves. So, ich bin jetzt zurück von meinem Beintraining. Es war auf jeden Fall ganz okay. Aber irgendwie habe ich richtig wenig Gewicht geschafft. Also eigentlich hatte ich nur so eine Woche oder so Pause. Aber ich merke das manchmal voll, auch so zyklusbedingt und wie viel ich gegessen habe und sowas alles. Das macht ja auch voll den Unterschied. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall gleich noch was essen. Wir haben halt schon echt spät, aber besser jetzt als gar nicht. Und ja, ansonsten dusche ich gleich erstmal. Twice as sweet. We've had ups and we've had downs.